Hallo, mein Name ist Laura und ich möchte euch heute zeigen, wie ich meinen Lidschatten auftrage. Mir ist es immer ganz wichtig, dass es natürlich ist, trotzdem ein bisschen an die Jahreszeit angepasst ist. Deswegen lasst euch überraschen. Ich habe an einen Alltags-Smoky-Eye-Look gedacht und wollte das aber trotzdem so ein bisschen an die herbstliche Jahreszeit anpassen. Deswegen greife ich jetzt in meiner Palette zu einem neutralen Ton, der deckungsgleich ist mit meiner Hautfarbe. Dafür nehme ich so einen Pinsel. Und mit diesem Pinsel gehe ich jetzt großzügig in die Farbe. Ich klopfe ihn immer noch ab, sonst habe ich 10 Kilo Produkt auf dem Pinsel und das ist natürlich nicht so vorteilhaft. Und dann trage ich die Farbe auf meinen gesamten beweglichen Lid auf. So, das ist sozusagen meine Base-Farbe. Die habe ich aufgetragen, damit sich die nächsten Farben besser verblenden lassen und ich mein Lid einheitlicher habe. Also es kommen keine kleinen Wehen durch, es ist nichts sichtbar, was nicht sichtbar sein sollte. Wenn ihr jetzt eventuell ein bisschen mehr Coverage, also ein bisschen mehr Deckkraft haben wollt, geht ihr einfach mit eurem Finger in die Farbe, so. Und dann tragt ihr die nochmal partiell auf den Stellen auf, wo ihr halt mehr Deckkraft haben wollt. Ungefähr so. Für den nächsten Schritt nehmen wir einen fluffigen Blendepinsel. Mit diesem Blendepinsel gehe ich jetzt in eine Farbe, die den Übergang zwischen meinem beweglichen Lid und meiner Braue symbolisiert. Also gehe ich in eine Farbe, die leicht, die komplementär zu meiner Augenfarbe wirkt, in diesem Fall Orange. Oder ein Orange-Beige-Ton. Wir wollen es ja nicht zu extrem. Und jetzt verblende ich es halt in meiner Crease, also in meiner Augenfalte hier. Das ist auch recht gut erkennbar. Wenn ich hier meinen Spiegel habe und runter sehe, dann sehe ich ganz genau, wo meine Lidfalte ist. Dort gehe ich jetzt rein. Und ich drücke nicht viel auf. Ich habe nicht viel Farbe auf dem Pinsel. Ich arbeite das aber trotzdem ganz sanft hier rein. So, jetzt sieht man, dass ich mir schon um einiges mehr Dimension als auf diesem Auge geschaffen habe. Und das wollen wir jetzt natürlich gleich auf der anderen Seite auch nochmal so machen. Also wieder mit einem strenger gebundenen Pinsel in eine Deckfarbe gehen, Pinsel abklopfen und das ganze Lid damit bestreichen. Mit Hilfe dieser Methode kommt es auch nicht zum Creasing, also das Produkt, zum Beispiel der Lidschattenprimer oder die Foundation, fangen nicht einfach an zu bröckeln. Ich kleister das sozusagen einfach hier richtig schön zu. Dann gehe ich wieder mit meinem Finger, ich nehme dafür mal den Ringfinger, weil man eine nicht so große Belastung auf dem Ringfinger hat, gehe ich auf mein Auge und verstärke die Deckkraft erneut. Wenn mir das Ergebnis noch nicht gefällt, weil ich zum Beispiel sehe, dass es sich irgendwie abzeichnet, gehe ich halt nochmal mit dem Pinsel drüber. Also was Lidschattenauftrag angeht, da kann man 20.000 Mal korrigieren, das ist gar kein Problem. Das Ergebnis soll ja schön sein. Jetzt greife ich erneut zum fluffigen Blendepinsel, gehe in die orange-beige-stechige Farbe und gehe wieder in meine Crease. Und hier ist wirklich der Schlüssel zu einem guten Augen-Make-up, das Blenden. Das heißt, ich trage die Farbe konzentriert in der Crease auf und verblende sie weiter nach oben. Ich benutze auch nicht viel Produkt, sodass sich das super leicht nach oben hin verblenden lässt. Wie man jetzt farbtechnisch sein Augen-Make-up halten will, sei jedem selbst überlassen. Aber ich orientiere mich jetzt ein bisschen an der Jahreszeit. Wir wollen so ein bisschen den Herbst widerspiegeln und deswegen greife ich jetzt erneut zu einem fluffigen Blendepinsel. So schaut der aus. Mit dem Pinsel gehe ich jetzt in einen recht stark orange-stichigen Ton und gehe erneut in meine Crease und verstärke den Übergang zwischen beweglichem Lid und der verblendeten Stelle sozusagen. Das sieht doch schon recht herbstlich aus. Gut, dann gehe ich erneut in die Farbe und mache genau das gleiche auf dem anderen Auge. Ziehe das auch schön weit nach vorne
Das mache ich auch nochmal auf der anderen Seite. Wie gesagt, der Übergang soll schön natürlich aussehen. So, da ich auch ganz gerne meinen unteren Wimpernkranz verstärken möchte, nehme ich mir hierfür einen angeschrägten Pinsel. Mit dem Pinsel gehe ich jetzt in einen rötlicheren Ton, um meinen unteren Wimpernkranz zu verstärken. Den ziehe ich aber nur 2/3 des unteren Wimpernkranzes lang. Das gleiche mache ich jetzt nochmal auf der anderen Seite. So. Das kann man jetzt noch ein bisschen weiter nach oben ziehen, um sich so einen kleinen Eyeliner-Wing zu kreieren. Dadurch schummel ich auch ein bisschen, was meine Augenform angeht und ziehe mein Auge optisch ein bisschen weiter nach oben. Jetzt nehme ich mir einen flachen, ganz kleinen Pinsel und mit diesem Pinsel gehe ich jetzt in eine Schimmerfarbe rein. Hierfür nehme ich einen Goldton. Abklopfen und jetzt drücke ich mir ganz vorsichtig die Goldfarbe auf mein bewegliches Lid. So. Und ziehe das über mein gesamtes bewegliches Lid. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite. Da der Pinsel so klein ist, kann ich bestimmte Stellen auch noch ausbessern. Und kann die Farbe wirklich schön in den Augeninnenwinkel ziehen. Wem das jetzt noch ein bisschen zu wenig Deckkraft ist, der nimmt wieder den Finger, geht in die Farbe und tupft sich das wieder aufs bewegliche Lid. Vor allem bei Schimmertönen ist das eine super Methode, um wirklich das ganze Pigment aufzunehmen. Das gleiche auf der anderen Seite. So, um das wieder zu verblenden, nehme ich den kleinen Pinsel und ziehe die Farbe überall rein. So, ich möchte es aber noch ein bisschen smokier haben und gehe somit jetzt noch einmal mit meinem Blendepinsel in den Orangeton, den wir benutzt haben, um unsere Crease zu verstärken. Abklopfen und setze den Ton, den ich bereits benutzt habe, nochmal dort an, wo ich meinen dunklen Ton hingesetzt habe. Und verblende das nochmal bis in den Augeninnenwinkel. Somit habe ich einen Übergang geschaffen vom oberen Augen-Make-up zum unteren, weil sich die Farben halt decken. So, ich hoffe, der Look hat euch gefallen. Ich finde, der spiegelt diese herbstlichen Wipes super wider. Ist total cooler Look, der jede Augenfarbe zum Strahlen bringt. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr darüber denkt, ob ihr sowas auch tragt oder euch noch nicht so an Farben rantraut. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterstützen und euch ein bisschen Mut machen. Gebt mir einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!